Heute gucken wir uns einmal an, wie 20.000 Yu-Gi-Oh! Karten so aussehen und wie die auch gelagert werden. Ich zeige euch mal meinen Stapel von den Karten, die ich so verkaufe. Ich zeige euch mal, was im Hintergrund hier abgeht, was da für Schätze sind und was da noch so alles da ist. Und ich werde euch logischerweise auch meine Binder zeigen, um mal zu zeigen, was ist in den Bindern drin, warum habe ich die da drin, wie viele Karten braucht man. Ich persönlich habe auch noch nicht zu viel, deswegen gebe ich auch die meisten von den Karten hier ab. Gucken wir noch mal rein. So, wir gehen jetzt mal ganz kurz weg von dem PC-Setup und gucken uns einmal an, wo die Karten überhaupt so stehen. Hier sind alle Karten, die ich so verkaufe. Und wie ihr feststellt, das hier sind eine ganze Menge. Ich habe so knapp 20.000 Karten, vielleicht ein paar weniger. Und das große Problem ist, dass das hier nicht reicht. Ich habe nämlich hier vorne noch ein paar mehr. Das sind die ganzen Rares. Wir gehen aber einmal das alles durch, gucken uns mal ein bisschen was an. Erstmal natürlich ganz wichtig vom Setup, die Karten hier, die sind alle sortiert. Das heißt, hier sind keine Karten, die jetzt irgendwie nicht sortiert sind. Ich erkläre euch mal ganz kurz, wie die sortiert sind. Das hier vorne sind übrigens Karten, die ich verkauft habe, die gehen jetzt die nächsten ein, zwei Tage raus. Aber ich würde sagen, wir starten mal ganz kurz mit der Ordnung selber, damit ihr mal so versteht, was hier überhaupt so abgeht. Also wir haben hier vorne einmal Lichtmonster Level 4 und hier unten, das sind die ganzen Promokarten, nenne ich sie mal. Die ihr zum Beispiel für die Remote-Sachen bekommen habt, sowas in der Richtung. Oder irgendwelche Lost-Art-Promos, die hier drin sind. Oder irgendwelche Karten, die irgendwelche special eingepackten Varianten sind. So, ich habe mal Licht für euch angemacht. Dann haben wir einmal hier unsere ganzen Exit-Deck-Monster. Wir fangen an mit Link-Monstern, die nicht holographisch sind. Link-Monster, die holographisch sind. Hier oben haben wir einmal Link-2-Monster. Wie ihr seht, davon gibt es einen ganzen Batzen. Deswegen haben die auch so ein eigenes Fach. Dann haben wir einmal Fusion-Monster, die nicht holographisch sind, holographische Fusion Monster. Dann haben wir hier Level 8 Fusion Monster, gibt es ein paar mehr von. Dann haben wir hier oben einmal Karten, Speed Duel und diese komischen Jedermanns König. Die Karte ist hier auch mit dabei. Dann machen wir hier weiter, Synchro ohne holographischen Effekt, Synchro mit Holo. Hier oben würden noch mehr Synchros reinkommen, wenn ich noch mehr hätte. Dann haben wir einmal hier Xyz ohne holographischen Effekt, Xyz holographisch und hier sind einmal die Rang 4 Monster, ähnlich wie bei den Link 2 Monstern. Hier gibt es ein paar mehr, deswegen habe ich auch ein bisschen Space hier oben. Dann gehen wir so ein bisschen weg von dem Extra Deck Stuff. Dann haben wir hier einmal High Level Monster, die holographisch sind. Also hier sind wirklich noch Holos drin. Kommen wir gleich zu. Das sind einmal Level 6 und Level 5. Die sind Level 7 und höher, genau wie die hier oben. Das sind Level 4 Monster. Genau wie die. Alle Reihe, ja, die ganze Reihe hier. Das hier sind Low-Level-Monster. Alles unter Level 3 ist halt hier, also 3 und niedriger. Genauso wie in dem Stapel und hier oben, da sind nur Handchips drin. Wir werden uns, by the way, gleich nochmal angucken, was für Karten da genau drin sind. Da sind ein paar ganz spannende Karten drin, aber wir gehen jetzt mal weiter gucken, was für Karten wir da drin haben. Dann haben wir hier Traps, wie ihr seht. Hier oben sind noch ein paar Traps drin. Haben wir hier einmal Spells. Das sind alle Sachen, die Continuous sind und Feed Spells. Das hier sind Normal Spells. Das hier sind Normal Spells. Das hier sind alles Normal Spells. Quick Spells. Und hier sind einmal Ritual und Equip Spells drin. Also eine ganze Menge Stuff, aber die normalen Spells logischerweise nehmen den meisten Platz ein. Dann haben wir hier, ich nenne sie mal die Kamen Brigade. Wir fangen hier an bei den Fallenkarten. Hier vorne und hier. Und die ganzen Zauberkarten. Und die Monster, die habe ich alle hier mit drin. Die sind auch alle sortiert von Level 1 hoch bis zu verschiedenen anderen Faktoren. Also Level 1, das ist wirklich alles von Level 1 Monster. Ganz, ganz krass. Nach Attributen sortiert, Level 2, Level 3. Und hier geht es von 5 aufwärts. Denn 4 ist hier nicht drin, dafür habe ich eine ganz eigene Box davon. Dann habe ich hier noch einmal, das ist ganz spannend, Level 8. Und alles, was höher als Level 8 ist, ist quasi hinten drin. Dann haben wir hier noch einmal so ein paar Höhlen. Und Structure Decks, 4 Stück, das sind die Traptic Structure Decks. Dann haben wir hier noch mehr Höhlen. Einmal hier die von Konami selber. Und nochmal ein paar mehr aus Magnificent Mavens, hier die Dinger zum Beispiel. Und dann haben wir hier, abseits vom Licht, noch ein bisschen was mehr. Wir haben hier die ganzen Level 4 Monster. Dann haben wir hier Rares, Fallenkarten, Zauberkarten. Monster, Level 3 oder niedriger. Und hier sind Level 4 oder höher. Ihr seht, das ist eine Menge Kram, was hier rumliegt. Aber da sind logischerweise auch ein paar Highlights drin, denn das sind die Karten, die aktuell auf meinem Card Market Account zum Verkauf stehen.
Und es gibt natürlich noch ein paar kleine Highlights, die möchte ich kurz noch mal zeigen. So, denn hier in der Box haben wir offensichtlich ein paar Top-Loader. Da sind da für mich ein paar Highlights drin. Einfach Königreich des Dolanden ist hier mit dabei. Dahinter klebt die Glorie aus Königs rechter Hand. Die Reise ins Königreich. Zweimal. Dann der Livianier Ulti. Dann Bujinki Kazuchi Ulti. Der schwarze Rotaugendrache. Das dunkle Magiermädchen in dieser alternativen Art. Nochmal. Und dann einmal das hier, auch wenn ihr es schwer sehen könnt, das ist eine Starlight Rare von der tollen Karte hier. Wir haben mal die Starlight Rare von den dunklen Magiern. Die Ghost Rare. Dark Magician Girl. Optisch eine sehr nice Karte. Und einmal, das ist eine Collector's Rare von dem Astrograph-Zauber. Hier sind ein paar Handtraps drin, die gehen wir mal ganz kurz durch. Ist jetzt nichts Dramatisches dabei. Ich habe die Karten übrigens jetzt in so Standard-Size-Sets gepackt, weil die ja eh hier oben drin liegen, da kommt also eh keiner ran. Sind halt Handtraps. Dann habe ich hier noch ein paar ganz coole Karten drin, denn ich habe hier ein paar Ultis und ein paar von den neuen Karten aus der Rarity Collection geholt. Gehen wir mal ganz kurz drauf ein. Aber hier, das ist zum Beispiel eine von den Ultis, das ist einmal Überläufer, als die Ulti aus der Rarity Collection von Überläufer. Das gleiche habe ich auch von einmal Gedankengang, die sehen schon ziemlich nice aus. Und einmal von Toff der Begierden, die ist auch hier rum, die sieht ganz cool aus. Gleich haben wir auch ein paar Traps aus der Rarity Collection. Hier seht ihr einmal die Ulti Infinite Permanence. Ist auf jeden Fall eine Menge cooles Zeug dabei. Ich könnte euch jetzt noch stundenlang zeigen, was für Karten da drin sind, weil da sind viele von den Staples drin, viele Karten, die Leute halt haben wollen. Aber ich kann euch jetzt nicht alles zeigen, das wäre ein bisschen zu viel. Ich kann euch aber zeigen, was hier hinter mir abgeht. Das hat jetzt ein bisschen weniger was mit Karten zu tun, sondern so ein bisschen mehr mit, was hat der gute Overdien denn überhaupt hinter sich rumstehen? Ihr seht schon da eine kleine Veränderung, die ich vorgenommen habe. Denn ich habe ja die Karten, die hier standen, habe ich hier darüber verwartet, habt ihr jetzt gerade gesehen. Jetzt habe ich gedacht, ich stelle hier einfach mal Karten hin. Hier die Manga-Promos, die wir so hatten. Also Blue Eyes zum Beispiel, also ziemlich gut. Davon gab es halt in dem Set extrem viele. Ich habe jetzt halt so ziemlich alle davon. Ich bin jetzt nicht der riesen Fan von, aber ich finde optisch so für den Hintergrund sehen die gar nicht so schlecht aus. Könnt mir mal sagen, was ihr davon haltet. Ich persönlich finde die eigentlich von der Idee ganz cool. Und dann gehen wir einmal in meinen Hintergrund. Und da nehme ich euch immer ganz gut mit. Denn da sind ein paar Sachen, da kann ich ein bisschen was zu erzählen. Erstmal grundsätzlich Dinge, die man vielleicht gar nicht so erwartet. Aber hier im Hintergrund, da sind die Hüllen, die ich gewonnen habe auf der Deutschen Meisterschaft. Also die für letztes Jahr, dieses Jahr und die für letztes Jahr. Ne? Dann habe ich hier ein paar Fields hinterliegen. Also auch ganz nice, aber jetzt nichts Wertvolles. Dazu kommen wir später noch. Natürlich die Tin, also alle drei, damit wir so dieses Tablet hier halt haben, was halt ganz cool ist. Dann habe ich hier ein Plüschi von einem YouTuber. Wenn ihr es kennt, kennt es nicht, ansonsten nicht schlimm. Kleiner Deadpool hier. Und natürlich meine Displaywand. Wie ihr seht, ich wollte eigentlich mehr drauf machen. Die wollten aber nicht halten. Ich muss mir mal noch einen anderen Kleber holen, den ich letztes Mal benutzt habe, um die festzumachen. Dann hält es auch wieder. Dann gehen wir von hier aus mal eine Etage tiefer. Und hier seht ihr ein paar Matten. Ich weiß, hier sind auch schon ein paar Matten. Das sind ja die Custom Playmats, die ich gemacht habe. Aber hier habe ich halt noch andere Custom Playmats. Das ist die Matte, die Dennis mir geschickt hat. Hier ist einfach nur eine Matte von einem Zuschauer, glaube ich, müsste es sein. Die Matten für die Top 128 bei der DM. Das ist irgendeine weiße Ultra Pro Matte. Und das hier ist eine doppelt so große Matte von der Spielemesse in Essen, die Cyber Dragon Matte. Hier, das sieht jetzt ganz witzig aus. Zu der kommen wir auch gleich noch. Hier ist ein kleiner Binder. Ja, hier sind so Token drin, da kommen wir gleich noch zu. Da sind Karten drin, die noch in die Binder rein müssen. Zu den Binder kommen wir gleich noch. Deckbox 1, Deckbox 2. Ich habe meistens einen der beiden Deckboxen mein Main Deck drin. Und den anderen ist halt ein anderes Deck drin. Aktuell habe ich mein 10 Euro Deck hier drin. Kommen wir gleich noch zu. Und hier unten sehen wir ein paar Karten. Das sind die Karten, die noch nicht auf dem Stapel da hinten drauf sind.
denn die gehören alle zu den Karten, die ich verkaufen möchte. Das sind jetzt so knapp 2000 Karten, glaube ich, die alle noch gelistet werden müssen, aber das ist halt nackt, das dauert ein bisschen. Ich nehme mir so einen Stapel hiervon runter und dann mache ich mal so 100 pro Tag und dann geht das so ganz langsam weiter. Ja, habt ihr jetzt alles gesehen? Jetzt gehen wir von da einmal nach oben, denn das seht ihr ja selten in meinen Videos. Aber ich habe hier einmal einen Balrog, für alle, die mal wussten wollten, was hier steht, das ist ein Balrog. Haben wir da vorne noch einmal ein paar Tints, Plüschtier, Plüsch von der One Piece Welt und das ist die Verpackung von der Deckbox. Hier mein Lieblings One Piece Charakter, Zoro, Pin, ein paar Sachen, wie ihr seht. Ich habe noch ein paar mehr Structure Decks, die Götter Structure Decks und halt die Cyber Structure Decks. Hier vorne habe ich den Newton Dumbledore, der gute Boy, ein, zwei Schuller, ein paar Deckboxen und das Cyber Structure Decks. Das hier ist aktuell noch leer. Ich weiß noch nicht, was ich hinpacken soll. Vielleicht hättet ihr eine coole Idee. Und hier sind ein paar coole Sachen. Erstmal, der Brook ist cool. Der Ruffy ist cool. Das hier ist Perpetua. Da hatte ich mal so einen kleinen Verkaufsdeal mit Daniel von Jackie Lee gemacht. Das ist eine coole Karte und ich habe die einfach mal ausgestellt, weil ich mag natürlich Time Thief sehr gerne als Deckthema. Die wird natürlich selten gespielt. In den Deckthema natürlich schon, aber so an sich nicht. Die ist vom Preis auch krass gefallen. Hat sich also gar nicht gelohnt. An der Stelle nochmal bitteschön, Daniel. Aber das war auch eine coole Idee. Ne? Ich habe gedacht, okay, ich habe mir gedacht, so, wie kann man teure Karten kaufen? Hab die Karte gekauft, ohne dass Daniel es wusste. Die kam an und dann dachte ich mir so, ey Daniel, ich habe eine Karte von dir gekauft. Lass mal kurz ein Video machen. Das war ganz witzig. Der Jupiter Ratzfatz, Mutant Roshi. Dann haben wir hier unten einmal so ein paar Hüllen. Auch zwei Karten, die nicht da vorne hingepasst haben. Hier sind einfach so random Hüllen zum Verschicken. Und das sind Karten, die ich benutze, halt die Dragon Shield. Dann haben wir die Border Sleeves von verschiedenen Herstellern. Die sind von Final Saga, kommen wir gleich noch zu. Die sind von Konami. Hier unten sind einfach noch ein paar Top-Loader. Hier sind meine Binder. Und dazu kommen wir auf jeden Fall gleich auch noch, weil da sind ein paar coole Sachen bei. Und hier sind einfach noch ein paar Deckboxen. Eine Menge Kram, was bei mir hinsteht, was da vorne steht. Also wirklich extrem viel. Wir gehen jetzt einmal zu den Bindern. Da gehen wir gleich bei, aber vorher. Es geht weiter mit dem heutigen Sponsor. Final Saga, einer neuen Marke auf dem TCG-Markt, bestehend aus Künstlern. Gucken wir mal rein. Ihr wisst es vielleicht nicht, aber ich bin ja ein riesen One Piece-Fan. Ich meine, da oben steht ein Globus von der One Piece-Welt. Deshalb freue ich mich auf eine Blackbox mit Shanks drauf. Ich darf hier alles so bewerten, wie ich es möchte. Die segnen halt alles ab. Ich werde euch zu einzelnen Produkten gleich ein paar mehr Infos geben. Machen wir die mal auf. Sieht auf jeden Fall sehr hochwertig aus. die ist schon richtig nice. Also die macht Bock zum Angucken. Oh ja, guckt euch das mal an. Der Jute Shanks, die Deckbox selber, ist, wie ihr seht, die ist hier magnetisch. Der Decktrainer sieht auch richtig gut aus. Natürlich das Logo drauf. Ja, das passt. Ah, das passt ultra gut. Hier könnt ihr dann mit dem Trainer Side-Deck abtrennen. Und hier habt ihr noch ein Fach. Das ist auch ganz geil, ist magnetisch. Da könnt ihr hier Würfel reinpacken und könnt das so da dran packen. Und das hier für alle Anime-Fans da draußen, denn das hier sind Würfel. Und diese Würfel haben Sternchen wie die von den Dragon Balls. Das hier ist eins meiner persönlichen Highlights. Guckt ihn euch an. Ich persönlich finde die Bookkarten von Yu-Gi-Oh! Ja an sich ziemlich gut. Ich habe ja sogar meine eigene Karte geschaltet mit den Bookkarten. Der ist mies geil. Wo ihr einfach so Karten reinpacken können. Da scheinen dann auch andere Karten reinzupassen. Ja, also Double Sleeves Karten sowieso und dann auch die anderen TCGs. Ja, ist einfach ein cooles Design für einen Ordner. Das hat wirklich richtig diesen Vibe. Und nochmal von hinten, damit ihr ihn auch mal gesehen habt. Ja, das ist schon clean. Was die Kollegen noch haben, sind solche Sticker hier. Ich wollte sich mal fragen, was man mit so Stickern überhaupt machen kann. Man kann die aufkleben, logischerweise. Ich würde sagen, ich nehme mal den Baron-Sticker, der ist nämlich ganz cute. Oh, also wie ich es verstanden habe, macht man das Ding hier ab. Hat man das quasi hier. Oh, kleben wir mal hier schön nice so die Baron rein. Und jetzt denkt ihr euch, ja, das sieht ja eigentlich ganz scheiße aus. Und so wie ich es verstanden habe, kann man jetzt das Ding hier abziehen. Ja, nice. Ganz langsam bleibst du hier. Da haben wir jetzt eine schöne Baron. Was ich halt bei denen ganz cool finde, ist, da sind halt nicht so einfach nur so Sticker, sondern die sind so Erhebungen drin. Also die fühlen sich anders, wären da irgendwas drauf. Also das ist schon cool. Das sind die drei ägyptischen Götter als Metallkarten. Ich muss sagen, die sind schon geil, oder? Die sehen auch clean aus. Die sind aber ganz schön spitz hier. Echt ein bisschen aufpassen. Wofür benutzt man die? Man kann die als Fields hinter hier oben hinlegen. Weil ich die so nice fand, wird dann einen meiner Channel-Member vergeben. Anderen Channel-Member, ich habe jetzt hier einen Community-Post für euch. Könnt ihr draufklicken. Und der zuerst darauf antwortet, ihr kriegt die von mir. Das, was natürlich übrig bleibt. Ihr habt einen Binder, wo ihr Karten sortieren könnt. Ihr habt eine Deckbox, wo ihr Karten reinpacken könnt. Aber wo könnt ihr denn die Karten reinpacken, bevor ihr die in die Deckbox und die Binder reinpackt? Hüllen. Und das hier sind die Final Saga Start of the Eclipse Sleeves. Die sehen einmal so aus. Da gibt es einmal Final Saga The Pirate Hunter Sleeves und nochmal die Border Sleeves. Fangen wir mal ganz kurz mit denen an, weil ich bin ja One Piece Fan und für alle, die One Piece kennen, werden feststellen, dass Pirate Hunter mit diesem Bild impliziert, dass hier Zoro drin ist.
Das sind ja Artwork-Sleeves, das heißt, da sind halt Drucks drauf. Diese Drucks sind mit einer Lasertechnik halt oben drauf graviert. Die gehen nicht ab, wie man das vielleicht von so Konami-Sleeves kennt, dass man die so abholen kann. Das passiert hier bei den Dingern nicht. Das sind Standard-Size-Sleeves. Die klassische Yu-Gi-Oh!-Karte ist logischerweise kein Standard-Size, sondern Japanese-Size. Die ist also für One Piece, für Pokémon. Das sind wirklich reine Border-Sleeves. Dem tollen Blue Eyes, dem Dark Magician, von der alten zur Neuzeit. Wenn ich richtig in meinem Anime-Deutsch drin bin, ist das Demon Slayer. Ich werde aufgefallen sein, dass die Päckchen von Final Saga ein bisschen dicker sind als die von den herkömmlichen Höhlenherstellern. Das liegt einfach daran, dass wir hier die Sleeves drin haben und dann Perfect Fit Sleeves mit einem Border. Und die Idee finde ich eigentlich ziemlich nice. Wir haben halt die Sleeves. Das ist schon cool. Das sind halt Perfect Fits. Das heißt, das sind so Sleeves, die man zum Inner Sleeve benutzt, die man innen auf die Karten packt und dann in diese Höhlen reinpackt. Die geben euch ganz, ganz Spannendes quasi an. Dazu ist auch auf der Website, die ich eh unten verlinken werde, nochmal eine kleine Erklärung drin. Aber ich erkläre es mal natürlich ganz, was gemeint ist. Inner Sleeves. Ist übrigens ganz wichtig, dass ihr Inner Sleeves hier so reinpackt, dass es halt auch zusammenpasst, ne? Also schön die Karte reinpacken. Und dann habt ihr so eine Border hier drum. Das ist eigentlich echt nice. Habe ich auch so tatsächlich noch nie gesehen, dass man halt eine Inner Sleeve hat, die sowas dabei hat. Die Kollegen haben übrigens mitgedacht. Denn die Inner Sleeve, die ist ja unten offen. Also richtig clever. Und das Artwork Sleeve ist halt hier oben offen. Das heißt, wenn ihr das richtig sleeve, dann passt das wie ein Handschuh. Ich finde aber die Möglichkeiten für so Inner Sleeves mit so einem Musterprint eigentlich ziemlich nice. Die fühlen sich echt gut an. Die sind ja so ein bisschen rauer, so wie ich es verstanden habe, was die von Final Saga mir erzählt haben. Sollen wir mit denen richtig gut mischen können. Ich habe das Deck fertig eingesleeved. Ich möchte mal ganz kurz mal zeigen, wie das einmal aussieht. Ich finde die Idee davon halt so geil, diese Inner Sleeves halt zu machen, was die halt auch haben. Das finde ich halt so ein Ding. Die haben halt auch so ein leicht matte Rückfläche. Und die Kollegen haben gesagt, das sollte das Mischverhalten deutlich verbessern. Und ja. Ja, das fühlt sich, oh, es ist richtig smooth, wenn das hier so reingleitet einfach. Liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass wir jetzt natürlich ein bisschen Inner Sleeves haben, wir natürlich ein bisschen mehr Abstand dazwischen haben, aber die fühlen sich schon einfach so vom Gefühl her, die gleiten halt so schön. Das ist schon nice. Abschließend nochmal zu den Sleeves. Die sind wirklich gut. Die sehen gut aus, die fühlen sich gut an. Ich persönlich finde aber die Idee davon, mit dem Produkt hier zu sagen, ey, pass auf, ich gebe dir Sleeves und ich gebe dir Inner Sleeves da mit drin, super geil. Also das ist wirklich eine gute Idee, weil man halt einfach da quasi beides in einem bekommt, wenn man das wirklich halt da beziehen möchte. Man muss nicht zwei verschiedene Sachen kaufen. Man weiß, die einen Produkte passen dann die anderen Produkte rein. Mein Lieblingsprodukt tatsächlich ist der Binder. Nicht nur optisch, der sieht nämlich sogar besser aus als das in Fotos, muss ich fairerweise sagen, die ich halt auf der Seite gesehen habe. Jetzt denkt ihr euch natürlich, ja, aber was ist denn für mich da drin? Final Saga hat aktuell einen Winter-Sale und der gibt euch 15% auf alle Produkte, die ihr kaufen könnt. Und wisst ihr, was noch geiler ist? Meine Community kriegt nochmal einen extra Rabatt. Mit dem Code AUBETIN10 kriegt ihr nochmal 10% obendrauf. Bedeutet für euch, ihr könnt jetzt auf den Link klicken, unten in der Videobeschreibung und könnt einfach 25% sparen auf das, was Final Saga aktuell so macht. Bin ich beeindruckt. Solche Sponsors hätte ich ganz gerne öfter. Dann würde ich sagen, geht's weiter mit meinen Bindern. Und mit dem hier fangen wir an. Hier sind einmal ein paar Extra-Deck-Monster drin. Die werde ich mal ganz kurz zeigen. Hier, wie versprochen, einmal ein paar Monster. In dem Fall sind das Link-Monster. Wir fangen hier an bei Link 1. Das sind drei Seras, die sind aktuell in Traptrix drin. Das Deck habe ich auch zusammengebaut, liegt da hinten irgendwo. Aber natürlich Goliath und Magius dürfen nicht fehlen. Genauso wie B-Links, wie einmal Imduk und ein paar andere Sachen. Im Einzelbereich, die ist, by the way, Ulti. Ich habe in der Phase, wo die Karte rausgekommen ist, extrem viel Yu-Gi-Oh! Gespielt. Ich habe von der, glaube ich, weiß nicht, 5, 6 gezogen gehabt. Das war wirklich richtig, richtig wild. Dann haben wir noch einmal hier Artemis. Das ist eine Collector's Rare in dem Fall, also eine sehr coole Karte auf jeden Fall. Linkurebo, Link Spider kommt auch mal auf. Deswegen habe ich auch den Ulti, weil es mal aufkommt. Dann haben wir einmal hier ein paar Link 2 Monster. Wie ihr seht, fehlt da eine Karte. Wenn ihr überlegt, was hier drumherum ist, werdet ihr feststellen, da ist halt Erdemonster. Einfach weil im letzten Format so Fenrir rumgelaufen ist, hatte ich die halt mal in Deck reingepackt. Kommt an sich selten auf, aber da ist sie aktuell drin. Der Rest ist halt hier mit dabei. Ein paar richtig coole Karten. Beatcop ist auch Collector's Rare. Auch eine Karte, die man eigentlich super selten spielt, aber wenn man sie spielt, kann man sie halt schön spielen. Ist auch eine der günstigsten Collector's Rares, die man kaufen kann. Also neben den ganzen Karten aus der Rarity Collection. Haben wir hier natürlich Sunlight Wolves. Wer kennt's nicht? Ein paar andere Cybers Monster. Natürlich Rebodokus. Sachen für Crusadia. Galatea auf jeden Fall wieder da, wegen Hafenhorror wieder zurück. Dann haben wir natürlich hier Anaconda, die nicht mehr da ist. Und dann ein bisschen Tribegate-Stuff. Die Jasmine, die übrigens französisch ist. Weil damals die deutsche Jasmine 12 Euro gekostet hat und die französische war 20 Cent. Da habe ich mir halt die für 20 Cent gekauft, weil ich mir dachte, scheiß drauf, ne? Und dann hier ein paar andere Kram. Lip ist eine ganz coole Karte. Dann haben wir natürlich hier einmal Engernackel, 3 Stück. Ganz wichtig, weil auf Maschinen. Wie ihr seht, es gibt natürlich immer super viele Link-2-Monster, die man einfach so haben kann, sollte. Der ist natürlich verboten, aber Lambda ist halt cool. Heretic Sea kommt manchmal auch vor, dass man 2 davon braucht, das kann man 2 davon. Den einmal hier, dann auch hier. Schmierfing kommt durchaus vor, ich habe 3 Hexer für das Altergeist-Deck. Der kommt manchmal auch auf manchen Cybers-Varianten. Ja, und natürlich meine liebe Elf. Ja,
Wann wir den zurücksehen, weiß ich nicht. Also alle Link 2 Monster, die ich so besitze, haben hier Link 3. Natürlich Heatleo, die Karte natürlich banned. Ich weiß eigentlich, brauchen wir den noch einmal, aber ich habe den zweimal, weil why not? Die Karte kommt manchmal auch auf, der ist by the way auch italienisch, weil er auch nur 10 Cent gekostet hat. Equimax, die Karte ist unglaublich gut. Haben wir die beiden, einmal ein Ulti und einmal ein Secret. Ich weiß, ein bisschen exzessiv, aber ich finde die cool, deswegen why not? Soul, zwei Unicorn, alternatives Artwork und einmal das Originale. Ein paar andere Karten, Transcode brauchen wir manchmal auch zwei, deswegen habe ich zwei davon. Ja, die Karten kommen auch mal auf, leider auch banned mittlerweile, wobei leider die Karte ist schon ein bisschen broken gewesen. Access Code Talker, Apulusa mit dem Originalwerk. Ich persönlich bin das Artwork sogar besser als das andere, aber jeder hat seine andere Meinung. Die Karte braucht man eigentlich nie, die kommen ab und zu mal auf. Und hier noch ein paar andere Link-Monster, die auch ab und zu mal auftreten. Saruja, Bald Sword, der Griffin habe ich sogar zweimal, einmal die Secret Rare und einmal die Ultra Rare. Bomber Dragon, die Karte hat so einen kleinen Hype bekommen, kostet wieder ein paar Euros, weiß auch nicht warum, aber die hat einen Hype bekommen. Zero Boros, Sarasara und natürlich hier ein paar Link 5 Monster, die man mal gebrauchen kann. Den wahrscheinlich am ehesten, die anderen beiden, anderen drei eher nicht so. Ja, die sind ja auch alle generisch, ne? Also von daher kann man die auch spielen. Hier kommen wir zu Synchro-Stuff und die sind wirklich nicht sortiert. Ich habe wirklich nicht so viele Synchro-Monster, deswegen gibt es jetzt hier nicht wirklich eine Sortierung. Deswegen habe ich hier immer ein bisschen Kram. Aber ich habe natürlich so die gängigsten und Standard-Dinge, was man halt so haben sollte. Also Kaliber Wilddrache, natürlich den Gauss-Drache, der jetzt natürlich verboten ist, seit längerem schon. Dann witzigerweise, ich habe einen Unicorn gefunden, ich hatte noch einen Kammerling irgendwo rumliegen. Crystal Ring, Abyss kommt auf, Omega kommt auf, logischerweise. Dann Zorgen kommt auf, die kommt definitiv auf, der kommt auch mal auf. Coraline kommt auch super oft auf, die Blumenrune kommt auch super oft auf. Der Endpunisher eher nicht so, aber kommt natürlich auch immer mal davor. Und dann haben wir natürlich hier noch ein paar andere Synchro-Karten, wie den Dragite, der immer aufkommt. Die andere Karte neben Coraline-Drache, die mal aufkommt, also einfach so ein paar random Sachen noch. Im nächsten, nachdem wir gerade Link und Synchro gesehen haben, sind natürlich hier Fusion und Exis drin. Wie ihr seht, wir fangen direkt mit 1000-jähriges Opfer an. Wir haben drei Huggins, wir haben direkt hier Gary und wir haben Kaliga und Carbonala Krieger, weil man manchmal die halt braucht. Genauso wie die braucht man manchmal auch, ne, für Instant Fusion Targets oder für Ready Fusion Targets. Kommt also mal auf. Hier noch ein paar andere generischere Monster, die man halt mit Ready Fusion raussammeln kann oder mit Instant Fusion. Die Karte kann man natürlich logischerweise bauen. Relativ gute Karten, also die natürlich nicht, die sind einfach nur funny as hell, genau wie die. Die sind natürlich gut, die brauchen wir manchmal, auch zwei davon. Dann haben wir hier den 10.000 Sachen, aber witzig. Darklaw haben wir hier rumtanzen. Wir haben eine Construct, die ist auch eine Ulti. Hab mir mal einen Kollegen von mir geschenkt, finde ich eigentlich ganz nice. So generische Sachen, die man halt für Synchro-Sachen braucht, ne? Jetzt der Garura zum Beispiel. Prankets-Sachen habe ich gehabt. Ich habe natürlich Shaken Naga, weil auch die beiden Secret Rares, weil die sind Level 10 eher der Maschinenmonster, brauche ich manchmal. Genauso wie den, der ist auch ein Level 10 Maschinenmonster, kommt manchmal auch auf, dass man den halt braucht. Natürlich Mirror Jade, ich habe dreimal Masquerade. Weil für manche Decks braucht man halt drei davon. Malicious Bane, Dracus Abelion, Slapnir, die neue Karte. Ist auf jeden Fall auch wichtig, die zu haben, weil man die braucht die auf jeden Fall in manchen Decks. Dann Monin, die ganzen anderen Kram. Mellenmolges Opfer, zwei Gruffer, aber manchmal braucht man vielleicht sogar einen zweiten, nämlich zwei Balken. Und hier noch ein bisschen anderer, generischerer Kram, wie die Karten hier. Ich habe mir mal drei Geri reingepackt. Ich habe gerade festgestellt, der eine Gerät ist halt nach vorne, das heißt, ich hätte nur zwei reinpacken müssen, aber scheiß drauf. Und dann kommen wir jetzt hier zu meiner Lieblingsbeschwörungsbedingung, und zwar Exis. Alle Rang 1 Monster, der ist Collector's Rare. Und man weiß, bei der Karte wirklich super schlecht sieht, aber die ist halt schon nice. Natürlich dürfen Toast nicht fehlen, ich habe zwei davon. Der gute italienische Kornblume, Gymbrecher, Herold des kleinen Lichts, kommt manchmal auch auf. Die Holo davon ist auch im aktuellen Sprite-Tag immer noch drin. Dante und dann der Exe Invoker. Ein mehr als einer braucht man nicht, aber das sind so generischere Sachen, die ab und zu mal aufkommen. Jetzt fangen wir hier mit den Rang 4s an und da wisst ihr wahrscheinlich, gibt es einige von. Dann einmal diese ganzen hier. Das ist by the way eine super witzige Karte. Diese Ulti, weil ich wollte ein Secret und eine Ulti haben. Fand ich eigentlich beide ganz hübsch. Das Package für Zodiac, falls es relevant wird. Der Ptolemäus. Habe ich auch eine Ulti. Ich weiß nicht, ob die Karte irgendwann nochmal spielbar wird, aber die Karte an sich von der Idee ist eigentlich ganz cool, deswegen habe ich die ganz gerne hier. Dolka, Lagia, Tornadodrache, Utopia-Package auch ganz wichtig zu haben, falls es mal wieder zum OTK wichtig ist. Noch mehr Level 4s. Ich habe hier Giant Hands, auch witzigerweise zwei Stück. Dann halt Novas, das sind jetzt wieder die Rang 5 Monster. Vespinato, Flussströmer, der ist auch cool. Utopia, The Lightning braucht man manchmal auch. Dann hier ein paar Rang 6 Monster, also Infinity zweimal, dann Ptolemäus kommt manchmal auch auf und so ein paar andere Sachen, die halt theoretisch aufkommen können im Rang 7 Bereich, ist natürlich verboten, kann also nicht mehr aufkommen, natürlich auch, dann habe ich natürlich einen Caesar hier, der ist aber der aus dem, ne, das ist sogar aus Call of the Duelist, crazy.
hätte also mit dem Geld machen können. Dann habe ich hier noch ein Ding hier so, auch nur Ulti. Ich persönlich hole mir halt in der Regel nur Ultis von Karten, die entweder super günstig sind oder ich einfach sehr cool finde. Und Dingisu ist eine optisch sehr, sehr schöne Karte, deswegen habe ich die als Ulti hier. Der Sargas kommt manchmal auch auf den Mailmaker, habt ihr gerade bei den Rang 4s gesehen. Und dann hier, Rang 10, alles hier Lost Arts von Gustav Max. Die Superdoros Playset, auch die habe ich alle schon gespielt in Trains, kommen alle mal auf. Und hier natürlich die Seite, die jeder sehen möchte, noch ein Gustav Max. Weil, warum nicht, ne? Der kommt ab und zu mal auf und natürlich dreimal Liebe. Zwei sind Secret, eine ist Ultra, zwei spielt man immer, dritte braucht man eigentlich nicht, deswegen habe ich die eine Ultra, aber zwei Secrets auf jeden Fall. Und natürlich Machinex für Decks, wo die immer aufkommt. In dem hier habe ich meinen ganzen Kram zu Earth Machine, zu Trains, alles was dazugehört, das ist alles hier drin. Ja, was braucht man für Earth Machine? Eine Menge Maschinenmonster. Die Karte ist einfach nur als Meme hier drin, aber ich bin mit der mal auf eine YCS gegangen, weil die an sich ganz witzig ist. Die kann sich selber spezial beschwören, wenn ihr irgendein Monster hat. Und wenn ihr einen zweiten von der Hand habt, könnt ihr nochmal spezial beschwören. Das gibt uns halt direkt einen Link 2. Einfach so ein bisschen Erde-Maschine-Kram. Der mal aufkommen kann, der ist by the way Level 10. Ist natürlich kein Erde-Maschine-Kram, aber der ist Level 10. Der kommt manchmal auf. Die Engine kann man auch spielen. Das ist auch eine Engine, die man theoretisch spielen kann mit Normal Summon den. Zwischen ein anderes Monster von der Hand und dann linkt die weg. Jolly Olly ist einfach nur für die Memes hier drin. Die Karte ist halt neu, die ist aber nicht so geil eigentlich. Die ist halt wirklich gut, die Karte. Auf 1 meistens, deswegen ist auch eine hier. Jetzt der ganze Maschinenkram. Ich habe auch die ganze Infinity Track Engine hier, weil die ist manchmal supplementär wirklich gut zu den Trains. Ja, hier mehr Stuff dazu, sind auch alles Secret Rare, wenn ich es halt habe. Exodus kann man manchmal auch in Trains spielen. Natürlich hier ein paar Train-Karten. Die Scrap Engine ist manchmal auch relevant. Mit dem magischen Hund, weil manchmal kann man den reinsenden, Floodgate bouncen und dann kann man weiterspielen. Knapper Fahrplan, die ganzen Trains. Der ist gerade in irgendeinem Deck drin, vor allem nicht in welchem. Dann die Karte kann natürlich auch Erde Maschine mal suchen. Die Karte ist insane, ich hätte ganz gerne eine Super Rare. Die Karte ist cool, Regulus kann man logischerweise auch spielen. Natürlich hat jeder irgendeine Art von Binder, wo, sagen wir mal, so nostalgische Karten drin sind, Karten, mit denen ihr Erinnerung verbindet oder die ihr einfach cool findet. Den Ordner anzugucken, macht für mich immer am meisten Spaß, weil er einfach wirklich cool ist. Hier ist meine ganze Nostalgie drin. Es gibt viele Karten, die einfach für mich nostalgisch sind, wie gesagt, und ein paar, die ich einfach zum Angucken cool finde oder weil die optisch halt cool aussehen. Also jetzt hier zum Beispiel, das ist eine Karte, die ist einfach cool. Das ist Metallfrosch, ist einfach cool. Die Karte ist das einzige Licht-Fischmonster, deswegen ist der hier drin. Die sieht einfach ziemlich cool aus. Die sieht auch einfach cool aus. Die Karte ist Disgusting, deswegen ist sie auch hier drin. Die Karte ist eine klassische Karte, Shrink, aber der italienische Name ist halt todesfunny, deswegen ist die hier drin. Ich finde das Artwork von der Karte super witzig und normalerweise heißt Dead Reiki Alchemy, heißt sie auf Englisch, deswegen finde ich die eigentlich ganz cool. Question ist eine der einzigartigsten Karten im ganzen TCG, deswegen finde ich die cool und ich mag das Bild auch sehr gerne. Haben wir hier so ein bisschen Dragon Stuff. Die Karte erinnert mich immer an Forbidden Memories, weil sie da einfach bastard war. 100 Drache ist einfach eine coole Karte, die auch. Baumfrosch, eine meiner Lieblingskarten, wenn nicht sogar die Lieblingskarte, die ich habe. Ja, nebenlieb, aber Baumfrosch ist schon ziemlich close an der Top, weil ich habe halt früher Froschmonarchen gespielt, also ganz, ganz früher. Da gehört die halt her. Zu denen gibt es allen Geschichten, aber ich denke mal, ihr könnt einfach das andere Video mal angucken, weil da habe ich halt ein paar Sachen davon erklärt, die hier Sinn sind. Yata nicht, Sniffles und Nettles sind einfach cool. Das sind Karten, die auf Dead Grass für Skina drauf sind. Ich muss mir Dead Grass noch reinholen. Homunculus ist ein schwächterer Grand Maju. Megafelsrache, da hat mein Kollege mich damals mal verprügelt. Also in Duellen. Marvailo ist eine coole Karte, die erinnert mich an das Gameboy-Spiel von damals. Sengenin, einfach optisch eine sehr weirde Karte. Die ist einfach cool. Express Roll ist einfach broken, aber die Karte hat kein Deck, wo sie gut spielbar ist. Aber es ist halt ein fucking Zug, deswegen ist der hier drin. Dann haben wir einmal Masterpiece, optisch sehr schöne Karte. Haben wir Magiekatze, die ist auf dem Artwork von Dead Reiki Alchemy drauf. Ein Normal Monster, die ich einfach nice finde. Gibt es nichts wirklich zu sagen. Die Karte heißt, by the way, Torwächter. Heißt die jetzt übrigens nicht mehr. Weil die dann festgestellt haben, ah, es gibt schon einen Torwächter im TCG, deswegen heißt die jetzt anders. Ja, hier nochmal ein paar andere coole Karten, die ich sehr gerne mag. Ne? Magische Megatonnenkanone ist eine coole Karte, einfach wegen dem Namen. Dann She-Crush, auch sehr, sehr cool. Der totale Abwehrschogun ist auch eine sehr coole Karte. Das hier ist eine Quarter Century Secret Rare. Ich mag Slifer sehr, sehr gerne. Also Obelisk ist definitiv mein Lieblingsgott, deswegen habe ich auch das Original-Ding hier drin. Aber ich finde Slifer an sich cool und ich hatte die halt irgendwie bekommen. Auf Umwegen, deswegen hatte ich mir die reingepackt und ich habe die Secret Rare auch hier drin. Persönlich bin kein Fan von Ra, aber die Götter mag ich halt und dachte mir so, wenn ich sie habe, kann ich sie hier reinpacken. Die sind einfach wie eine Duel Masters Karte, das Ding ist hier drin. Super elektromagnetischer Voltech-Drache. Der ist einfach witzig. Das ist für mich das beste Blue Eyes Artwork. Hands down, weil das die Karte ist, wie sie im Anime aussah. Deswegen habe ich die auch dreimal hier drin. Der ist auch cool. Elfenschwertkämpfer. Legul einfach wegen dem Meme, weil die einfach nichts, aber die wirklich richtig scheiße ist, ne? Die erinnert mich an Dungeon Dice Monsters von früher, weil das Spiel hatte ich und da ist die Karte, also das Monster, mit dabei gewesen. Also nicht das Monster,
Also nicht die Karte, aber das Monster. Und die Karte kam jetzt, ja, letztes Jahr ist raus. Hier sind einfach ein paar coole Karten, die ich sehr gerne mag. Das ist einfach hier drin, weil zum Link-Format 2017 gesagt haben alle, die Karte wird gut, aber da war die einfach scheiße. Die Lost Art von Axt der Verzweiflung ist ziemlich cool. Underworld ist einfach ein cooler Name. Spitzelspinne ist auch einfach cool. Dann der Pantherkrieger sieht einfach cool aus. Der Raketenkrieger ist auch cool. Hier werde ich jetzt einmal die ganzen Karten sammeln, die alle den verprügeln, weil da gibt es ein paar mehr von. Finde ich irgendwie witzig. Ja, die ist einfach optisch sehr schön. Das ist auch ein Mimikastierer gewesen, deswegen ist die auch mit dabei. Der Blockkrieger. Ich habe den Rat trotzdem hier drin, auch wenn ich ihn nicht ganz so gerne mag. Aber es ist halt trotzdem eine Götterkarte, deswegen fand ich trotzdem cool, dass sie hier drin ist. Aber ich habe die Wert nicht bei den anderen Göttern eingepackt, weil der nicht hingehört. Jing Bagudan, eine coole Karte von Pegasus. Die ist disgusting und deswegen ist sie auch hier drin. Und hier haben wir ein paar Ultis. Wie gesagt, eine meiner Lieblingskarten. Und die Ultis sind ja auch nicht so teuer gewesen. Und ich finde die alle cool. Also vor allem das hier ist eine sehr coole optische Karte. Die Karte ist halt richtig scheiße, aber die, von der Optik ist die mega cool. Wir haben genauso wie die Karte. Die Karten sind nicht nur optisch cool, die sind auch an sich spielbar. Also die jetzt nicht ganz so krass, die ändern sich schon. Die ist natürlich gut, wenn du halt ein Pendeldeck bauen kannst. Hier nochmal ein paar andere Karten, die ich vom Zuschauer bekomme. Von einer Zuschauerin logischerweise. Der ist auch einfach cool. Und das war's hier. Hier kommen wir erstmal so ein bisschen zu Staples. Hier sind alle meine Trap-Staples drin, die aktuell nicht in Decks verbaut wurden. Alle jetzt auf 1. Ja, wir lieben es. Ich brauche die nicht mehr auf 3, aber ich werde sie trotzdem behalten, weil why not? Skill Drain, Mind Drain, Soul Drain, Metaversum, ein paar andere Karten. Also die meisten Karten hier werdet ihr wahrscheinlich schon mal gesehen haben. Die nicht, die ist quasi wie Gausen, nur halt nur für eine Runde. Die Karte ist super für Budget-Decks, weil die halt wirklich 20 Cent kostet, aber wie Strike funktioniert, also so ähnlich. Das ist eine sehr coole Karte. Ja, die Karte ist eigentlich auch gar nicht so geil, aber kommt manchmal vielleicht auch, dass man sie brauchen könnte. Die Karte ist irgendwie witzig, die Karte ist banned. Irgendwie berechtigt, aber auch ein bisschen Sadface. Die ist broken in Synchro-Decks logischerweise. Mistake ist eine ganz okaye Karte. Braucht man manchmal, braucht man eigentlich nie, aber ist irgendwie witzig. Da fehlen mir noch die anderen beiden, warum die sind, genau wie bei der. Hier genauso fehlen einfach so ein paar Karten, weil ich die noch nicht alle zusammen habe. Aber ja, ihr seht, hier sind ein paar Karten, die fehlen einfach. Und da habe ich mir ein paar Seiten, weil ich habe das nochmal umsortiert. Ein paar von den Karten sind jetzt in anderen Staple-Beinern drin, aber da kommen wir gleich noch zu. Ich blätter hier einfach mal durch und ihr seht mal so ein paar Karten, ne, wie Entlarven, Warning Point, die einfach ganz cool sind, mal zu sehen. Auch die Ultra Rares Torrential. Beschwörungslimit. Kackkarte, aber sieht optisch halt ganz cool aus irgendwie. Dann haben wir hier die Solemn Brigade. Die Karte ist aktuell in irgendein Goat-Deck drin, glaube ich. Fury Order, ganz wichtig. Natürlich hier McKnights, Waboku, eine der besten Karten. Fallgrube des Totengräbers, Zwangs-Eva in drei verschiedenen Raritäten, richtig geil. Ja, hier sind ein paar andere Karten, Antispell, eine Karte, die immer wieder gebraucht wird. Nach ein paar Staples habe ich jetzt hier noch ein bisschen Deckkurs und ein bisschen mehr Staples drin. Also Staples im Sinne von Engines. Engines und deren Herkunft. Also hier haben wir erstmal einen ganzen Runic Core und zwar mit allen Karten, die drin sind. Also Tip, Destruction, Curses und natürlich Slumber, Fire, die zwei im Brunnen. Die Permaspell, die braucht man zwar eigentlich nie, aber wenn ich sie bräuchte, ist sie hier. Und hier sind die drei Karten, die nicht so gut sind, aber die sind trotzdem halt nützlich in Verbindung mit den anderen Karten. Wenn man sich entscheiden möchte, einen von denen zu spielen, dann ist die logischerweise auch da, die Engine. Weil dann kann ich immer entscheiden, okay, die Karten spiele ich auf jeden Fall. Also alle, die ihr gerade gesehen habt. Und dann spiele ich halt meistens auch zwei Kopien von anderen Karten hiervon oder halt mehr davon, wenn es halt sich ergibt, aber in der Regel zwei von denen noch. Dann haben wir hier einmal VW mit allen Karten, die man eigentlich so braucht. Dann haben wir ein bisschen Phantom Knight Kram, ich habe hier ein bisschen Fusion Kram. Ich weiß, die Lupe fehlt mir noch, aber aktuell spielt das sehr ähnlich, deswegen brauche ich das nicht, aber hier sind ganzen, dann ein bisschen Hero Stuff, alles was man so brauchen kann. Ich habe natürlich die nicht komplett. Und hier fehlt mir auch irgendeine Karte, ich weiß nicht welches, aber irgendein Fehlpad auf jeden Fall. Und hier natürlich, auch hier ist das einzige Mal, dass ich glaube ich ein Fusion Monster mit reingepackt habe, weil die Engine kann man so quasi nehmen und die reinpacken, deswegen habe ich die reingepackt. Hier sind ein paar Sprite-Karten drin. Das ist einfach jetzt nur als Benchmark hier drin, denn hier kommen die ganzen Sprite-Karten rein, wenn das Deck auseinandergebaut wird. Die muss ich auch ins Deck integrieren, die fehlt noch, weil ich habe halt zwei Starter, die sind halt im Deck drin aktuell, den dritten kommt noch rein. Aber hier kommen natürlich dann die ganzen High-Rare-Karten drin, die ich halt rein, die ich halt so habe davon. Prankets, dann habe ich mal angefangen, die Chimera-Karten einfach zusammenzusuchen, denn ich habe die Vermutung, dass wir wahrscheinlich in Zukunft noch mehr Illusion-Karten bekommen und da sind natürlich solche Karten hier ziemlich gut. Dann haben wir einmal hier die Adventure-Engine, zwar komplett, und zwar 9 Sachen, also 9 Karten. Wenn wir die genauso spielen möchten, habe ich komplett 9. Ich könnte aber 10 oder 11 draus machen, je nachdem, was man im Deck spielen möchte. Meistens spielt man ja die 9 oder halt eine 10. Wenn man das halt machen möchte. Und die ist halt eine Option, falls man zwei Griffen spielen möchte. Das kommt manchmal auch auf. Dann haben wir einmal Mission Souls Engine. Kann man entweder mit der kombinieren, wenn man halt einfach ein Monster haben möchte, was ich selber mischen kann. Oder halt mit der kombinieren, falls man halt eine Karte haben möchte, die ich suchen kann. Kommt auch an, was für die Präferenz ist. Meistens wird man es halt Teammate machen. Manchmal kann es aber auch sein, in Zombies zum Beispiel kann es ganz praktisch sein, die zu spielen anstatt die hier, weil die einfach das Monster auf den Friedhof legen kann und so können manchmal Mizugis und sowas auf den Friedhof legen, das kommt manchmal auch auf. Dann Terratop, Tagatomburg, die Engine, ne, habe ich komplett auf 3 da, weil manchmal wird es spielbar. Trickster Engine mit Lilibel, auch so eine Sache, die kommt mal auf, komplett.
Super Samurai Engine, so wie sie halt hier gespielt wurde. Ist immer noch eine Engine, die man so spielen kann. Ich muss mir überlegen, ob ich es machen möchte. Da habe ich ein paar Danger Monster. Hier fehlt noch Jackalope. Jetzt also die Commons aus dem Strike Deck von Dark World. Ich hatte die alle mal verkauft, die ganzen Hyrule-Karten davon. Ich dachte mir so, ey, die sind Commons, die kann ich alle ranholen. Die Karten sind immer noch da. Und dann habe ich einmal hier die 3-Karten-Engine für den Fusion-Deck. Und dann die Symphonic Warrior-Engine. Die Engine selber, die kennen nur noch super wenige Leute. Aber eigentlich ist es ganz einfach. Die Karte, wenn ihr die habt, könnt ihr eine Karte discarden und könnt dann einen von denen jetzt specialen. Das ist eigentlich ganz cool aus dem Deck, das ist ganz wichtig. Und es gibt uns halt Access zu Level 5 Monster oder Level 3 Tuner Monster. Kann also hilfreich sein. Hier habe ich immer ein paar Venuswurf-Karten. Da fehlt mir irgendwie eine und der Rest halt. Und 3 einsame Rex. Frag mich nicht, warum die hier drin sind, aber ich hatte mal angefangen, auch das Deck zu spielen, hatte aber die ganzen Karten alle verkauft, die ich hatte, weil irgendwie habe ich das nie gefühlt, das Deck. Auch die Runic-Variante nicht. Hier. Huhu. Hier sind die ganzen Spell-Staples drin und es gibt so viele Spells, die Staples benötigen. Gucken wir mal rein. Deswegen, ja, die erste Seite, die Karte kenne ich vielleicht nicht so viele, habe ich aber auch für DM gespielt. War eine ganz coole Karte. Ja, Alu ist eine coole Karte. Alles, was Fiespell suchen kann, ist jetzt quasi hier. Dann alle Töpfe. Hier fehlt natürlich noch Prosperity, der ist gerade aktuell in Sprite noch drin. Werde ich wahrscheinlich aber rausnehmen, dann kommt der wieder hier rein. Da habe ich so alle Töpfe, wenn ich versuche, beieinander, ist eigentlich auch ganz nett. Das gleiche gilt für so Fusion-Sachen, alle hier. Die gehört da nicht dazu, aber auch so ein Ding. Hier alle Interfusion und Ready Fusion Dinger. Große Varietät von Karten. Dark Hole, die kamen ganz wichtig. Verkaufsverbot, Chaos Space kommt manchmal auch auf. Da habe ich alle 3 Books zusammen, die an sich spielbar wären. Die sind natürlich spielbar. Die ist eigentlich kacke, aber ich hatte mir so, wenn es mal irgendein Szenario gibt, wo die wirklich spielbar ist, dann habe ich sie halt lieber, weil die kostet halt. Dann hier meine tolle Feedback-Seite mit allen Necrovalleys. Die habe ich schon irgendwie seit 15, 16 Jahren oder so. Die hier sind einfach disgusting für manche Decks. Lightning Storms, Kaiju Slumber, MSDs, why not? Wieder auf 3 zurück. Habe ich zum Glück auch schon hier. Einer davon ist aktuell im Side-Deck drin. Sachen gegen Handtraps, Sachen, die uns Karten suchen können. Immer gut. Floodgates. Alternative Artwork von Offering of the Doom. Kommen manchmal in Decks auch auf, dass man die haben möchte. Raigeki, Jared Wright, Foolish, die Lost hat, by the way, da ist jetzt extra Kreuz drauf. Die Karte ist dumm, die ist banned, die ist witzig, die braucht man eigentlich nur einmal, aber ich habe sie lieber als Playset. Die wird irgendwann noch ihre Zeit sehen, wo die gut wird, die ist manchmal gut. Das sind jetzt so Karten, die kommen wirklich selten auf, aber die kommen mal auf, deswegen habe ich sie auch hier drin. Ein paar Floodgates, ja, da fehlt die dritte, die ist gerade in dem Deck drin. Die Strugi-Karte, ganz wichtig übrigens. Dann Duality, 3 Upsart, auch wieder zurück auf 3, also auch cool zu haben. Mehr solche Karten. Zack, zack. Bisschen Kram. Noch mehr Kram. Also wie ihr seht, alles Karten, die man in verschiedenen Decks spielen könnte. Und das war es quasi auch fast damit. Jetzt fehlt noch ein paar Karten, die man so einzeln haben kann. Die kann man sich dreimal haben, aber das sind so Karten, die vielleicht auch dreimal. Die wird man so einmal haben und die ja auch. Das sind alles Karten, die man so als One-Off mal irgendwann gebrauchen könnte. Das hier ist der Binder, der am vollsten ist. Der aber eigentlich tatsächlich leider am wenigsten benutzt wird. Das ist mein Deck-Core-Binder. Hier sind meine ganzen Deck-Cores drin. Mir ist aufgefallen beim Sortieren von dem Binder, dass mir noch so ein paar Karten fehlen für verschiedene Deck-Themen. Einfach weil in den letzten, sagen wir mal, Monaten dafür Support rausgekommen ist. Aber ich will sagen, nichtsdestotrotz gucken wir uns den Spaß mal an. Appliancer, Crusadia, ganz wichtig. Wie ihr seht, habe ich von Crusadia eine ganze Menge. Also für Crusadia auch. Dann Tribigate. Ist natürlich einfach ein cooles Deck, ne? Tribigate. Den dritten, den habe ich witzigerweise nicht, den muss ich noch besorgen. Rettungskatze kommt auch mal auf. Hier ein bisschen mehr Beast-Stuff, falls ich halt mehr von den Karten spielen möchte. Domatica Engine, Dinos Completo. Die Karte, die mir hier fehlt, ist einmal den Sechser und ich glaube, die andere Spell, die muss ich mir auch noch besorgen, wenn die halt einen Reapen bekommt, weil das Deck aktuell nicht relevant und wenn die Karten dann Reapen bekommen, dann kommen die auch hier mit dazu. Alter Geist habe ich tatsächlich komplett, aber ich habe noch Morgwist und das andere Level 21 noch nicht hier eingepackt, aber die habe ich auf jeden Fall auch schon da. Ne? Genauso wie den dritten Pukri habe ich auf jeden Fall auch. Dann hier Dragonlink, fehlt natürlich einmal noch der Chaos Liberator Drache. Der kommt dann, wenn der den Reboot bekommen hat. Time Thief, Red Raptor Engine, Frösche. Auch alle in Holo, Super Rares, Ultra Rare. Die Ulti sind mir einfach so teuer. Paleo-Karten, auch alle ziemlich gut. Orkus-Kram. Wie ihr seht, ich habe keinen Hafenhorror hier drin. Liegt einfach daran, dass ich jetzt warte, dass der Hype davon so ein bisschen vorbeigeht. Und ich die Karten, die ich jetzt für 2 Euro verkauft habe, oder 1,50 oder 2 Euro oder so ein Scheiß, oder 5 Euro, ich habe ein paar noch nicht für 5 Euro verkauft. Also frag mich nicht warum, aber crazy. Dass ich mir die für ein paar Cent ranholen werde. Dann komplett Salamangreat. Hier fehlt auch Weasel und ein paar andere Karten noch, die jetzt neu rausgekommen sind. Die habe ich noch nicht hier reingepackt.
Die besitze ich aber, bis auf die, das klingt 4 Monster, besitze ich alle von den neuen Karten. Hier, ein bisschen Cybuskram, aktuellen Traptics drin und ja, das ist die ganze gleich nicht genommen, aber ich habe ja generell die Rika-Variante eh nie gespielt, deswegen ist das Deck für mich jetzt eh tot. Aber habe ich logischerweise auch hier. Dann habe ich einmal die Invoked Engine, die Lyrilisk Engine auch mit dabei und ein paar Karten für die Lyrilisk Engine mit zum Spielen. Und hier, ich weiß, den beiden habt ihr gerade gesehen, aber ich fand den so geil, dass ich mir dachte, hier müssten eigentlich die Karten rein, die ich am häufigsten benutze, weil ich den beiden halt so cool finde. Und deshalb sind hier die Staples drin aus Monsterkarten. Ashra sind einfach nur Proxy, damit ich weiß, dass hier die Ash rein soll. Die drei sind logischerweise aktuell in Sprite drin. Ein paar andere Handtraps sind hier logischerweise auch mit dabei. Aber hier geht es quasi einmal los. Mehr Handtraps. Noch mehr Handtraps. Noch mehr Handtraps. Die zwei sind gerade irgendwo in einem Side-Tag drin. Und hier weiß ich nicht, was ich reinpacken soll, aber es kommt noch. Handtraps. Ich wollte einfach 2 Plätze haben, die das hier auffüllt. Weil die müssen logischerweise zusammen sein. Ich weiß, die ist auf 1 aktuell, aber 3 zu haben schadet ja auf jeden Fall nicht. Dann bei den Bistfields genau das gleiche. Die sind gerade irgendwie in Side-Tags drin. Also einer davon, weil er auf 1 ist. Und 2 davon, also 3 Plätze. Einfach so ein paar generischere Sachen, die man so haben kann. Hier ist aktuell noch ein bisschen Space drin, weil ein paar von meinen Handtraps noch in Decks drin sind, wollte ich ein bisschen Platz drin lassen, um ein paar Handtraps hier reinzupacken. Die ist gerade auch in dem Side-Tag drin. Ja, einfach ein paar coole Karten, ne, komplett Kaijus, komplette Brigade habe ich hier. Ihr habt ja gerade schon die Kaiju-Slumbers gesehen, ganz wichtig. Und auf der Seite gibt es noch ein paar Karten drauf, die auch nicht so Bock machen für den Gegner. Genauso wie die, die machen auch keinen Bock für den Gegner. Die Karten machen auch keinen Bock. Die finde ich ziemlich cool, das ist die, muss ich mal kurz zeigen. Das ist die Dual Terminal Rarität mit dem komischen Glitzer-Effekt hier drauf, der hat so. Ja, da sieht man es ganz gut, ist irgendwie ganz cool. Habe ich eine selbe Rarität, ist einfach clean. Kartentrooper, so eine OG-Karte, einfach gute Karten. Dafür muss ich mir noch eine dritte ranholen, weil ich möchte die Goblins spielen, wenn das rauskommt. Und da brauche ich mir eine dritte. Das sind mir Karten, Epiria ist Liebe. Und hier noch ein paar Three-Offs. Und hier hinten noch ein paar Karten, die man so auf, als One-Offs spielt. Wie die ganzen Karten, die man mal so aus vorne spielen kann. Ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt eine Stable-Karte, aber es gibt Deck-Varianten, wo man manchmal Life Orbs Endpot packt, einfach für den Flatcat-Effekt. Und das sind auch so Karten, die man mal so vorne braucht. Ich habe jetzt die und die drin, weil die hat diesen komischen Print-Effekt und die ist eine Holo. Ich muss mir entscheiden, welche ich dafür behalte. Und die braucht man manchmal zweimal, die braucht man immer nur eins. Und ja, das war's zu den Staples. Das war's auch schon mit allen Sachen, die ich euch hier zeigen kann und möchte, in der Kürze von dem Video. Ich weiß, das ist wahrscheinlich trotzdem mega lang. Lasst mir gerne mal ein Like da, wenn euch das gefallen hat. Und dann machen wir mit dem nächsten Video weiter. Wenn ihr eins von meinem Video sehen möchtet, dann ist es einmal hier verlinkt. Bis dann rein. Ciao, Leute.